Hallo Waage, wie geht's? Wollen wir zusammen schauen, wie deine Energie für die nächsten 24 Stunden für dich steht? Schauen wir mal. Interessant. König der Münzen, Sternzeichen Stier, Steinbock, Jungfrau, spricht auch für eine Langzeitbeziehung, auch für einen Chef, für einen Ehemann. Ja, jeder, wie es für jeden Resonanz. Schau mal. Auf jeden Fall Sternzeichen Stier, Waage, ist hier zu sehen. Sternzeichen Stier ist hier zu sehen, ja. Tatsächlich. Schau mal, welche Karten gekommen sind. Waage. Also die Mäßigkeit. Neunte Kelche und eine Hohepriesterin. Und der Hierophant ist auch da. Es ist Waage, wenn wir es jetzt so wollen, wir haben hier eine besondere Legung für dich gerade, die mit einer Führung zu tun hat. Wir haben hier mit einer religiöse, spirituelle Spa. Ja, wir haben hier mit Engeln zu tun, mit einer Führung von zwei Personen. Waage. Wie gesagt, Sternzeichen Stier sehr stark, aber Fische auch. Schütze auch. Also Waage, wir haben hier mit einer Heilung für manche. Auf jeden Fall, wir haben hier mit Heilung sowieso oder Verständnis jetzt für eine Situation. Wir haben hier mit positiver Kommunikation. Ne? Eine Kommunikation möglicherweise, die nicht da war, weil schau mal, wir haben hier Karten, die, wo man gar keine Kommunikation sieht. Weil die Hohepriesterin ist auch eine Energie, wo man sagt jetzt, es gibt hier gar keine Kommunikation mit der Person. Wir haben viele spirituelle Karten hier auf dem Tisch für dich, Waage, ne? Wirklich viele spirituelle Karten, muss ich schon sagen. Es ist einfach nur interessant. Und was ich wirklich sehr stark sehe und ich dir unbedingt sagen muss, ist, dass die Mäßigkeit eine sehr wichtige Karte ist, ja, die natürlich viel mit Zeit verbunden ist, aber wichtig hier ist auch diese Heilung. Also wenn man jetzt krank war zum Beispiel, wenn man, ja, sei es jetzt körperlich oder, ja, also das spricht für eine Heilung. Die Mäßigkeit ist immer eine positive Karte, egal worüber. Ja, ist eine wirklich extreme positive Karte. Bringt ein Balance in der Situation, die dich Sorgen macht. Ja, also diese Situation, an der du jetzt gerade denkst, Waage, genau diese, da wird Balance gebracht. Ja, es hat tatsächlich mit Liebe zu tun. Hier rede ich schon von Liebe, von einer Führung, auf jeden Fall eine göttliche Führung. Ja, ein göttliches Timing auch. Ja, alles wird sich in der richtigen Zeit ergeben, wenn alle Beteiligten vorbereitet sind. Wenn ich dir ehrlich bin, also diese Karten, diese Kombination von Karten, ich finde es einfach ermächtigt. Wirklich, ich bin dir ganz ehrlich, also sehr spirituell. Ja, was ich sehe, Waage, ich sehe natürlich hier eine Person, ich sehe natürlich hier eine Person, die verheiratet ist, ja, also das sieht man hier schon, eine Person, die verheiratet ist oder die Verantwortung hat, die einen Kompromiss hat, das sieht man hier sehr stark, ja. Eine Person, die eine Entscheidung treffen muss, das sieht man hier auch. Man sieht ja diese Situation, weil die Hohepriesterin manchmal oder oft eine dritte Person ist, ja? Das zeigt immer die Hohepriesterin als eine Person, die im Schatten ist oder ja, im Hintergrund ist. Und das sieht man hier sehr stark. Aber mit der Mäßigkeit und neunte Kelche
Es gibt hier Wünsche, die in Erfüllung kommen. Es gibt einen Balance in dieser Situation. Denn die Mäßigkeit ist Frieden, ja? Die Mäßigkeit ist immerhin Frieden. Balance, positive Nachrichten, immer nur positiv. Also hier mit der Mäßigkeit, es gibt nichts, was, ja, es ist immer positiv. Und natürlich eine Führung, Wünsche, die in Erfüllung kommen. Und das ist mit der Hohepriesterin eine Führung. Wahnsinn. Also, Waage, das ist, was man hier sieht. Ja. Wahnsinn. Das ist in deine Gedanken momentan, Waage. Also das ist oder das ist die Energie, die man hier für dich hat. Ja? Das ist die Energie, die wir hier haben, diese Führung, diese göttliche Führung, diese göttliches Timing. Waage. Genau, also ich finde es, ich bin ein bisschen mit der Kombination von den Karten schon ein bisschen, ja, wegen dieser Spiritualität, die wir hier auf den Tisch haben, ja. Aber gut, ich weiß nicht, wie du in Resonanz kommst mit dieser Legung. Danke schön, dass du da bist und wir sehen uns morgen, ja. Ich wünsche dir einen schönen Abend, Waage. Bis morgen, tschüss.